Hallo zu unseren FAQs und es geht um das Thema, warum sagen wir deinen Fahrtermin ab? Und dazu muss der alte Mann jetzt mal gerade seine Brille aufsetzen, weil ich würde dir gerne unseren Text auf der Webseite dazu vorlesen. Das sind mehrere Punkte und ich gehe gleich auf den einen oder anderen Punkt kurz nochmal im Detail ein. Also, wann sagen wir deinen Termin ab? Bei höherer Gewalt, wie bei Naturgewalten, Sturm, Hagel, Blitzschlag, Blitzeis, Glatteis, Erdsenkung, Erdrutsch und Starkregen. Sturm bzw. ab einer Windstärke 6 auf einer Skala von 1 bis 12. Bei Vorhersage von anhaltendem Regen ab 0,2 mm. Wenn der Winterdienst auf den Nebenstrecken am Nürburgring eingestellt wird, bei gewissen Großveranstaltungen am Nürburgring, bei kurzfristigen Änderungen von Großveranstaltungen, bei kurzfristigen zusätzlichen Veranstaltungen am Nürburgring. Also gewisse Themen, ich gehe mal davon aus, die erklären sich von selbst. Kommen wir zu dem häufigsten Thema, das wir absagen müssen wegen Regen. Also, es hat lange geregnet, es hat stark geregnet, Gelände steht unter Wasser, alle Fahrstrecken, alle Sektionen zu rutschig. Heißt, wir haben zum Beispiel Abfahrten oder Auffahrten von 50 Grad mit einer Seitenneigung von 15 Grad. In Kombination mit einer Verschränkung, so nennen wir das, wird das dann schon fahrtechnisch sehr herausfordernd. Vor allem für einen Teilnehmer, der erstmalig in einem Jeep-Geländewagen sitzt und bei uns im Fahrgelände unter den Bedingungen fährt. Weil wir sind schon in Deutschland fahrtechnisch das anspruchsvollste Fahrgelände. Und somit können wir aus Gründen der Fahrsicherheit dann diese Fahrten nicht durchführen. Also, das bedeutet nicht, dass das Gelände grundsätzlich knochentrocken sein muss. Aber wenn es zu nass ist, ist es definitiv zu rutschig. Und dann können wir aus Gründen der Fahrsicherheit die Fahrten nicht durchführen. Es geht immer erst, Fahrsicherheit geht vor Fahrspaß. Da bitte ich auch um dein Verständnis. Dann haben wir noch das Thema Wind. Jetzt sagt der eine, warum sagen die jetzt wegen Sturm und Wind ab? Also wir sind sturmerprobt, das ist nicht das Thema. Aber in der ersten Einführungsrunde, in der ersten Sicherheitsrunde, sitzt der Instruktor vorne, entweder in seinem eigenen Fahrzeug oder auf Wunsch in einem Teilnehmerfahrzeug und moderiert per Funk mit den anderen Teilnehmern oder pilotiert dann die Teilnehmer durchs Gelände. Ab einem gewissen Schwierigkeitslevel steigt der Instruktor aus und moderiert neben deinem Fahrzeug. Also alle Fahrzeuge stehen, ein Fahrzeug fährt durch die Sektion und er läuft nebenher oder moderiert von Sektion zu Sektion. Und ab einer Windstärke 6, das sind unsere Erfahrungswerte, ist der Wind so laut, dass du den Instruktor im Auto am Funkgerät nicht mehr hörst. Und dann müssen wir auch hier aus Gründen der Fahrsicherheit die Tour, die Fahrt entweder unterbrechen oder absagen. Und dann verliert leider, weil wir können für die Naturgewalten ja nichts, das Ticket abrechnen und verliert dann seine weitere Gültigkeit. Das tut uns leid, da haben wir aber keine andere Möglichkeit. Ja, Winterdienst auf den Nebenstrecken am Nürburgring. Wenn da kein Winterdienst erfolgt zu gewissen Zeiten, auf gewissen Strecken, haben wir eine Schneedecke, unten drunter haben wir möglicherweise Glatteis durch Frost oder was auch immer. Und dann kommst du gar nicht erst in unser Fahrgelände und dann hat es auch keinen Sinn, dass wir dann die Termine durchführen. Dann sagen wir natürlich ab, weil du es gar nicht schaffst, erst zu uns zu fahren. So, alle anderen Themen erklären sich von selbst, wenn Veranstaltungen am Nürburgring kurzfristig reingesetzt werden, wo alle Parkplätze belegt sind, wo dann, ich sage jetzt mal, 40.000, 50.000 Gäste erwartet werden. Das ist auch gut und so muss es auch sein. Aber dann schaffst du es einfach nicht pünktlich aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu deinem Termin. Und dann sagen wir, nee, das hat keinen Wert, das gibt nur Ärger. Also das war jetzt eine etwas ausführliche Beschreibung, warum wir deinen Termin absagen. Da bitte ich
also um Verständnis. Und wenn es da so nochmal Fragen gibt, da könnt ihr auch anrufen oder schreiben. Pass mal auf, bitte um Rückruf, auch vom Jörg Sommer. Ich würde mir das gerne nochmal erklären lassen. Das ist gar kein Problem. So, das war es hier von unseren FAQs.